Wir schalten nun um zum Friedrichstadtpalast in Berlin. Von dort übertragen wir live die deutsche Vorentscheidung zum Grand Prix Eurovision 1991. Gesucht wird ein Lied für Rom. Nicht an der Currywurst, nein, die war ein Gedicht. Gegenüber sitzt das Publikum und fragt sich ganz bestimmt, warum. Das juckt mich überhaupt nicht. Doch hinter mir steht alles unter Strom, denn jeder denkt, er hat das Lied für Rom. Und hat nur weiche Knie. Und so träumen sie alle vom Grand Prix. Verdammt, ich krieg dich nicht. Verdammt, heut sieg ich sieg heut nicht. Verdammt, das will ich nicht. Ich will heut nicht verlieren. Verdammt, ich krieg dich nicht. Verdammt, heut sieg ich sieg heut nicht. Verdammt, das will ich. Das will ich nicht, oh, ich will heute nicht verlieren. Wow, wow, wow. Vielen Dank. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten gemeinsamen Vorentscheidung, zur ersten gemeinsamen deutschen Vorentscheidung hier im Friedrichstadtpalast in Berlin. Herzlich willkommen Ihnen und daheim vor den Bildschirmen. Hallöchen, wunderschönen guten Abend. Ja, es gab vorher in der Presse viele Berichte über diesen Grand Prix, viele große Farbberichte, zum Beispiel im Spiegel und in der Welt. Nee, die Zeitungen hießen anders. Frau im Spiegel, Neue Welt, so hätte es richtig heißen müssen. Ja. So war es richtig schön. Und der erste. Ja, heute Abend geht es darum, welches Lied wird am 4. Mai die Bundesrepublik Deutschland beim Grand Prix in Rom, Bella Roma, vertreten. Wen interessiert das, wie die 10 Titel ausgewählt wurden? Weil dann müsste ich das jetzt erklären, das ist ein bisschen schwierig. Zwei Leute sind es, machen wir mal Handabstimmung, wer möchte, dass ich es erkläre? Ja, das sind doch schon 5 Personen, also muss ich jetzt erklären. Also die... Alle deutsche Schallplattenfirmen hatten die Chance, 2 Titel einzuschicken. Davon wurden dann 10 ausgewählt von einer Fachjury und die 10 Titel werden wir Ihnen heute Abend präsentieren. Und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach frei nach dem Motto, wo man singt, da legst dich nieder, böse Menschen singen immer wieder. Nee, das war auch so. Nee. Nein. So war es auch nicht. Gut. Sie merken, ich bin etwas nervös. Aber ich darf Ihnen jetzt das Wichtigste an einer großen Show vorstellen, und das ist doch immer die Assistentin. Und hier ist sie, Silvia Wintergrün. Hallo.
Hallo? Ja, gibt es am Anfang gleich einen Hänger, wird die Sendung etwas länger. Ja, hallo? Silvia? Ja, die hört nichts, ich bin etwas kurzsichtig. Silvia! Ja, ich komme schon. Ja, da ist sie. Silvia Wintergrün. Es tut mir leid, ich bin in eine Polizeikontrolle geraten. Ich habe dem Wachtmeister gesagt, es tut mir leid, ich bin nur so schnell gefahren, weil ich zu einem dringenden Auftritt muss mit HP Kerkeling. Na, da hat er sich ja durchgelassen. Ja, er meinte, das wäre Strafe genug. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich. HP, ja? Willst du mir nicht noch ein Kompliment machen? Ach so, ja, du siehst schick aus, toll. Diesen Applaus mal für das Kleid, bitte. Findest du, danke. Ja, ich hab mir gedacht, heute Abend schauen doch bestimmt Millionen Männer zu. Und vielleicht ist ja einer für mich dabei. Ja, dann würde ich sagen, jeder Junggeselle daheim darf sich jetzt mit 2 Briefen bewerben. Die werden dann unter notarieller Aussicht von mir ausgelost. Was für einer wäre denn am liebsten? Ein Reicher, oder? Nein, ein Österreicher. Richtig, damit geben uns die Österreicher wieder schön viele Punkte. Wunderbar. Bis gleich. Die auch wieder. Bis gleich, Silvia, bis gleich. Die Reihenfolge der 10 Titel wurde natürlich wie immer unter notarieller Aufsicht ausgelost. Die Kompositionen fanden allerdings nicht unter notarieller Aufsicht statt. Und ich freue mich jetzt auf den ersten Paten. Zu jedem Lied gibt es einen prominenten Paten, einen Daumendrücker. Und hier ist Harald Juhnke. Schönen guten Abend, Herr Juhnke. Darf ich Sie grüßen? Darf ich Sie? Nee, wir müssen da darum oder ich bin nicht. Bin hier. Ja, Herr Juhnke, das ist ein ganz neues Juhnke-Gefühl, Sie auf so einem Mountainbike mal zu erleben. Naja, ich war ja eigentlich stolz, kein Radfahrer zu sein, aber man hat ja auch seine Vorteile, ne? Das ist ja interessant. Welche denn? Ja, ich genieße die Berliner Luft. Bin umweltbewusst. Und was das Tollste ist, ich habe festgestellt, der schönste Kater ist der Muskelkater. Und was Allerwichtigste ist, man spart natürlich bei der ganzen Sache auch Geld, nicht? Ja, das natürlich auch. Natürlich spart man Geld, nicht? Sie müssen mich mal sehen, Sie müssen... Ich meine, wenn man wirklich mal auf dem Schlauch steht, ja, kann ja passieren, nicht? Dann kann man sich ja was pumpen. Ist auch wieder wahr, Sie ja. Sie müssen mich mal sehen, wenn ich den Kudamm lang düse, ja? Die Leute sind begeistert, die sagen, kick mal, da kommt wieder unsere Flitzpiepe. Und das Tollste ist natürlich, ich meine, so ein Bike, so ein Mountainbike, wäre das richtige Gefährt für einen Politiker, nicht? Ja, wieso? Inwiefern? Ja, hat keinen Rücktritt, nicht? Von daher wäre es ganz angebracht. Ja, Herr Juhnke? Ja. Juhnke und Co. ist jetzt wieder angelaufen. Ja. Die 2. oder 3. Folge, wie viele Folgen sind noch geplant? Die letzte war die mit Horst Frank, die mir besonders gut gefallen hat. Jetzt kommt noch eine mit Didi Hallervorden nächste Woche, dann machen wir ein Jahr Pause und dann kommen die 9. Und wissen Sie, warum Sie heute Abend hier sind, Herr Juhnke? Nee, warum bin ich hier? Sie wissen nicht, hat man es Ihnen nicht gesagt? Nee, hat man mir nicht gesagt. Sie sind der prominente Daumendrücker für das erste Lied. Ja, für wen denn? Das steht hier drauf, wenn Sie... Da. Ja, wieder bestens vorbereitet. Och, Kinders! Herr Juhnke wusste es natürlich, er macht einen Gag. Nicht? Start Nummer 1, welche Kamera die gehört? Bitte, die 4. Start Nummer 1. Kinder, brüllt doch. Hand in Hand in die Sonne, wer will das nicht? Komponist Jean Frankfurter, Text Irma Holder, gesungen von Tanja Jonak. Da war kein Licht am Horizont, kein Stern zu sehen. Doch ich spürte, wie die Nacht die Schatten bricht. Als du leise zu mir sagtest, es wird weitergehen, drehte sich die Welt um mich. Deine Augen sagten mir, ich geh mit dir. Hand in Hand uns zwei fängt das Leben doch erst an.
Wir suchten einen Augenblick voll Zärtlichkeit und wir fanden eine Insel für uns zwei und vielleicht auch eine Liebe, die für immer bleibt. Diese kleine Ewigkeit wünsch ich mir ganz nah bei dir für alle Zeit. In Hand in die Sonne, Herz an Herz durch den Wind. Für uns zwei fängt das Leben doch erst an. Halt mich fest, lass mich fliegen, da wo meine Träume sind. Da bist du, geh mit mir der Sonne zu. Hand in Hand, alle Menschen suchen. Dabei ist sie manchmal gar nicht mal so weit. Hand in Hand in die Sonne, Herz an Herz durch den Wind. Für uns zwei fängt das Leben doch erst an. Halt mich fest, lass mich liegen, da wo meine Träume sind. Da bist du, geh mit mir der Sonne. Sonne. Ja, die nächste Sängerin steht hinten und bibbert und nun kommt der Wolfgang Libber. Grüß dich, Lippi. Grüß dich, Hafer. Guten Abend. Vielen Dank. Sehr nett von Ihnen. Wie geht's dir? Mir geht's gut, aber ich kann mich so richtig über meinen Erfolg gar nicht freuen, weil so viele Freunde von mir und Bekannte, denen geht's gar nicht so gut in den FNL, wie das in der politischen Sprache heißt. Und ich finde, das müsste sich ändern und zwar sofort. Aber wir sind Unterhaltungsleute und deswegen meine ich, sollten wir Spaß machen. Und jetzt habe ich einen Spaß wieder, Überraschung. Du hast einen Spaß, da bin ich mal gespannt. Einige Leute behaupten, der deutsche Schlager hätte keinen Biss mehr. Ist natürlich Quatsch. Witzig. Ne? Witzig, ne? Ja. Sag mal, Lippi, ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet. Kannst du wieder haben, weil du musst die jetzt fragen. Nee, das möchte ich. Also das ist ja nur eine fiese Geschichte, mir das in die Hand zu drücken. Ja. Lippi, guck mal, wir haben... Also was ist das? Hier, das ist eine ganz hochoffizielle Sache. Lass mich das bitte in Ruhe erklären. Ja. Und zwar sind das hier die Vorschläge, also die Preise, diese Prämien. Lass mich jetzt bitte konzentrieren. Also auf jeden Fall diese Preise, die es hinter, die überreicht werden, die wurden gestaltet von der Akademischen Kunsthochschule der Künstler, der Akademischen Hochschulkünstler. Und ja, das sind die Preisvorschläge. Hochschule. Ja, ist doch egal. Akademischen Hochschulkünstler. Akademische Guck mal, Hochschule. Das hier zum Beispiel ist das ein tolles Ding, ist ein Was Kehlkopf. Ist das? Kehlkopf, Originalnachbildung des Kehlkopfs von Katharina Valente. Ist auch ein Knaller, ne? Ist doch schön. Das sind ganz tolle Sachen. Mama A. Mach mal A. Ja, also nicht so viel. Mach doch mal A. Du hast jetzt erst statt nass, also ich finde, dann packst du mir Mund. Pass mal auf, mach mal weiter runter. Goldener Käfer, okay. Guck mal, da das ist aber auch eine schön. Wirbelsäule. Hier ist ein leichter Bandscheibenvorfall. Okay, in der Showbranche fällt mal was vor. Und das ne? ist ja das ganz süß. Ein Lied geht auf Reisen. Ist das nicht niedlich? Wunderschön. Ach, das ist ja witzig, ja. Nach dem Motto, eine Träne geht auf Reisen. Und das ist besonders gut Guck hier. Guck mal, das ist doch interessant. Halt! Mach doch nicht so schnell. Hast du Angst, dass du überziehst oder was? Guck mal, das Licht brennt. Sag mal, immer wenn dieses Licht brennt hier. Ich dachte immer nur, Titel kaum, werden verschoben, aber Noten auch. Guck nee, mal. Wir können den Titel ansagen. Noten werden verschoben. Hat die Kamera das Licht? Das Titel Licht werden ist angesetzt? Nein. Das Licht ist an. Ist an. Achso. Wenn dieses Licht. Okay, sagen wir jetzt den Titel an. Wenn dieses Licht leuchtet, liebe Zuschauer, können wir ansagen. Du bist sonst immer viel lockerer. Mach bitte die. Wie oft warst du eigentlich schon im Friedrichstadtpalast? Ja, vielleicht so 50 Mal schon. Hast schon 50 Mal moderiert? Wie tut sie den Heizer schon hier? Ja. Möchtest du ein 51. Mal moderieren? Oh, sehr gerne. Bitte, wiedersehen. Okay, wiedersehen. Meine Damen und Herren, der nächste Titel, vielen Dank, der heißt Du bist mehr, der Komponist ist Willi Klüter, der Text ist von Anna Rubach, gesungen wird der Titel von Susan Schubert, toi toi toi.
Gesang Schuberts im Mozart, ja. Ja, und unser nächster Pate war eben noch im Tatort und jetzt schon auf der Showbühne, Tanner alias Eberhard Feig. Guten Abend. Hallo. Das ist das Ding für nachher. Guten Abend. Ja, Herr Feig, Sie haben jetzt 10 Jahre lang im Tatort immer den Täter gesucht. Heute Abend suchen Sie mit uns ein Lied für Rom. Da freuen wir uns drüber, das ist schön. Ja, und so groß ist der Unterschied ja nicht. Denn was ich hier so sehe, ist ja auch ganz schön kriminell und höre. Wie bitte? Sie haben doch noch gar nicht alle Lieder gehört. Ich meine den Stress, den sich die Interpreten unterziehen müssen. Das erinnert mich, diese Vorentscheidung für Rom erinnert mich an meine Eignungsprüfung, die ich vor 30 Jahren in Köln im Kellertheater gemacht habe. Ich hatte ähnliches Herzklopfen und war ein Bewerber unter vielen. Aha. Und spontan, wie wir sind, können wir doch diese kriminelle Situation einfach mal nachspielen. Vorbereitet, wie ich bin ich der Intendant. Das sieht schon sehr gut aus. Dann wollen wir es mal rekonstruieren. Also der Nächste, bitte Name. Ich heiße Eberhard Feig, Feig Eberhard. Ja, nur Mut, Herr Feig. Etwas lauter, bitte. Versteht man gar nichts. Ja. Jetzt hebt, Herr Richter Adam, jetzt hebt sich's wie ein Blutsturz mir. Luft! Warte mal, so werden Sie höchstens so flöhr. Lauter, meine Güte, ist kein Temperament und gar nichts. Ja, entschuldigen Sie. Da steht er und redet. Ja, entschuldigen Sie. Da mir der Knopf am Brustlatz springt, Luft jetzt. Und reiße mir den Latz auf, Luft jetzt, sag ich. Junger Freund, das ist nicht Kleid, das ist Kleister. Scheibenkleister ist das. Können wir vielleicht ein bisschen mehr Erregung haben in der Stimme? Ja, entschuldigen Sie. Also. Entschuldigen Sie. Und geh und dreht und drück und donnere. Das ist der Ton. Machen Sie weiter. Ja. Jetzt habe ich gerade was vergessen. Was war das noch? Was machen Sie für euch? Ach so. Macht er eine Pause. Ah ja, richtig. Ich hab den Text vergessen. Sie haben den Text vergessen. Ja, aber könnte als Ersatz ein bisschen was singen. So was. Das lassen Sie lieber. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Lesen Sie bitte diesen Text. Die Startnummer 3, meine bitte Damen und Herren. Etwas intensiver, konzentrierter. Die Startnummer 3. Wunderschön. Nie allein. Fröhlicher, insgesamt fröhlicher. Also, nie allein. Komponist Rainer Bietsch, Text Werner Schüler. Gesungen von Cindy Berger. Bitte schön. Sie hören es. Wunderbar. Abendrot, die Nacht ist nicht mehr weit. Und du bist da, auch in der Dunkelheit. Vertrau mir blind. Der Rest ist schweigen. Ich hab die Chance gesehen, dass wir uns gut verstehen. Und ich verstell mich nicht, schau mir nur ins Gesicht. Zusammen frei, zusammen leiden, zusammen bleiben. Es gibt kein zweites Mal, das eine Leben hier, das lebe ich nur mit dir. Den weiten Weg gemeinsam gehen, verstehen.
Cindy Berger mit ihrem Titel Nie allein. Und jetzt darf ich Ihnen ankündigen, meine allerdickste Freundin hier ist Hella von Sinnen. Elli. Grüß Sie. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Guten Abend, liebe Nation. Hella, was machen deine Pet? Ja, sie hat doch schon Hallo gesagt. Wahnsinn. Überwältigend. Überwältigend. Das hätte gerne Marlene Dietrich gehabt. Wahnsinn, Wahnsinn. Helly, was machen deine Pezibären? Die Pezibären, die sind alle zu Hause. Und der eine Weiße, der ist ganz erschöpft, weil der hat ein Survival-Training in Hamburg hinter sich. Aha. Mhm. Fürs Weibermagazin, für mein nächstes, musst du den Survival-Training mitmachen. Jetzt sitzt ihr zu Hause und atmet tief. Gut. Sag mal, deine Auftritte, die du immer im Fernsehen machst, ich muss dir ganz ehrlich sagen, bewundere dich dafür. Ja. Das kriegt kaum einer hin. Ja, ist wirklich wahr. Danke. Ich meine, wenn ich da rauskomme, ja, ist doch wahr. Sind doch Mörderauftritte. Wer hat sowas schon? Ja, aber das ist ganz einfach. Da guckt man sich die ein oder andere Peter-Alexander-Show an. Aha. Da kauft man sich so eine alte Applausplatte. Mhm. Ja. Und dann stellt man sich zu Hause hin und geht dauernd in die Küche. Ich kann es mal eben machen. Ja, mach mal. Dann kommt man also immer so in die Küche rein. Pass mach auf. Mal. Und hepp. Wunderbar. Es gibt da auch Karl Moik. Karl Moik, den sehe ich besonders gerne. Den sehe ich auch übernehmen gerne. Wahnsinn. Wahnsinn, liebe Zuschauer. Wahnsinn, dass wir hier sein dürfen. Hier heute Abend bei Ihnen in Cottbus. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und alle Cottbuser recht herzlich willkommen. Und natürlich sind all Ihre Lieblinge heute Abend wieder dabei im Musikantenstadl. Ja, die Maria Helbig und ihre leicht untersetzte Tochter. Alle, alle sind ja. Ja, meine Damen und Herren. Liebe Caroline. Ja, aber nein. Wahnsinn. Wahnsinn. Meine Damen und Herren, untersetztechnisch sind wir alle aus derselben Familie. Karin, ne? Lassen Sie mich ganz kurz einen ganz kurzen Gruß auch nach drüben schicken, nach Österreich. Ja, meine Damen und Herren, das muss so sein. So macht der Karl Moik das. Es gibt aber noch andere Moderatoren. Wen gibt's noch? Kurt und Paola. Leider hat Paola sich ja jetzt abgeseilt aus der Show. Bis es, die habe ich immer so gern gesehen. Grüezi, miteinander, liebe Zuschauer. Ja, die Paola und der Kurt haben heute Abend für Sie wieder beide unheimlich viele schöne Späßchen. Richtig. Zauberhaft. Köstlich, Paola. Sind nicht ganz zauberhaft? Ja, liebe Zuschauer, und jetzt warten Sie sicherlich auf eine Pointe. Aber die gibt's bei uns nicht. Gibt es nicht? Die richtig. Versteckt sich. Richtig. Die versteckt sich. Die Pointe an sich versteckt sich gern. Irgendwo. Hella, bist du so lieb? Wir haben, glaube ich, schon wieder ordentlich überzogen. Wir spielen uns wieder ein Wort auf hier. Dabei muss sag mal ganz schnell deinen Titel an. Jetzt kommt nämlich... Start Nummer 4. Hautnah ist nicht nah genug. Komponist Luis Rodriguez. Text. Ach, deswegen haben die mich hier ausgewählt als Partner. Peter Zentner. Na bravo. Na bravo. Danke. Danke. Also, Komponist Luis Rodriguez. Text Peter Zentner. Da ist deine Kamera, mein Schatz. Da. Peter Zentner. Man sieht dich. Ja, ja, ja. Gesungen von Barbara, übrigens unsere jüngste Sängerin. Barbara Cassie. Toi, toi, toi. Mein Kleid verweht mit dem Sommerwind. Zwei Menschen sind sich unendlich nah. Du siehst mich so, wie mich keine sah. Wo ich noch niemand war, dort will ich hingehen. Mit dir, mit dir, mit dir, ohne mich umzudrehen. Ich weiß, ich brauch dich so, wie du mich auch. Die
Barbara Kessy. Hautnah ist nicht nah genug. Die nächste Patin steht unter Strom, und zwar unter Peter Strom. Hier ist Vera Tschechowa. Hallo, grüße Sie, guten Abend. Ja, Frau Tschechowa, meine erste Frage ist nicht besonders originell, aber gerade deshalb möchte ich sie stellen. Haben Sie eigentlich noch Lampenfieber, wenn Sie auf die Bühne gehen? Ich sage Ihnen, mein Herz klopft so furchtbar, es ist ganz schlimm. Und was machen Sie dagegen? Durchatmen. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, dieses Lampenfieber wird niemals weniger, im Gegenteil, es wird mehr, je älter man wird. Und die Sängerinnen und Sänger, die jetzt hinter der Bühne stehen und zittern, ich kann sie so gut verstehen. Und kann nur sagen, Kinder, eins verspreche ich euch, wenn der Auftritt vorbei ist, lässt es nach. Ja, und sie gibt an einen aus. Nee, ist doch wahr, oder? Nee, ja, nee. Oh, das weiß ich noch nicht. Ja. Was ist eigentlich dran? Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie gern darauf angesprochen werden, aber ich spreche Sie trotzdem drauf an. Stimmt das eigentlich mit Elvis? Hatten Sie mal was mit Elvis? Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen, aber bestimmt nicht das, was Sie glauben. Sondern? Das wollen wir doch jetzt wissen, ne? Ja, das sage ich Ihnen auch ganz genau. Als Elvis damals in Deutschland war, also stationiert als Soldat, machte man eine Zeitung, Confidential, ein Interview mit uns beiden. Und so lernten wir uns kennen und das war alles. Und ich fuhr zurück nach München und spielte zu der Zeit Theater. Und eines Tages tat ich das, was ein Schauspieler sehr oft tut, guckte durch dieses Loch im Vorhang und wollte sehen, was ist da für ein Publikum. Und es ist auch ganz viel und es waren nur 3 Leute drin. Und ich sagte, Kindermensch, heute sind nur 3 in der Vorstellung, das ist ja ganz furchtbar. Und dann sagte man, beruhige dich, es ist Elvis Presley mit seinen beiden Bodyguards. Und er hat die ganze Vorstellung aufgekauft. So bin ich zitternden, klopfenden Herzens und er verstand kein Deutsch auf die Bühne gegangen. Es war aber sehr lustig. Sonst kam aber schon mehr, ne? Also denke ich mal, nicht mehr als 3 Leute kamen sonst doch schon. Er saß weit weg von mir. Gut. Im Zuschauerraum. Dann würde ich Sie bitten, Frau Tschechowa, Ihren Titel uns anzukündigen. Das tue ich gerne. Der Titel ist jedes Mal Komponist Dirk Schiller, Text Dirk Schiller, gesungen von Conny und Komplizen. Toi, toi, toi! Jedes Mal nehme ich mir vor, das war das Letzte, das kommt mir nicht mehr. Jedes Mal die Summen im Ohr, Ziel auf den Spiegel, aber treffen fällt schwer. Du hast mich sowas von kaputt gelogen, Folge 7 und 8 sind davon geflogen. Jedes Mal such ich vor am Ertrinken Grund, ohne dass ich was find. Jedes Mal kurz vorm Sprung in die Tiefe, wo die Tränen leise sind. Jedes Mal schmeiß ich mich hin, lass die Dinge, wie sie eben geworden sind. Jedes Mal, du die riesengroße Schlange, ich das kleine Mäusekind. Jedes Mal schmeiß ich dich raus in Gedanken, doch dann fehlt mir der Mut. Jedes Mal geht der Schuss ins Aus, bin stinksauer. Und was bleibt, ist dann gut. Du hast mich hin und her gezogen. Folge 7 und 8 sind schon lange davon geflogen. Jedes Mal such ich vor. Tiefe, wo die Tränen leise sind. Jedes
Conny und Komplizen. Jedes Mal. Ich freue mich, dass unser nächster Gast mal kurz auf einen Sprung vorbeikommt. Hier ist Carlo Trenhardt. Grüß dich, hallo. Carlo, was war eigentlich dein allerhöchster Sprung bis jetzt? Das Ding vom Mund halten. Musst du schon? Ja, sonst hört man nichts. Bis jetzt 2,42 Meter bin ich gesprungen. 2,42 Meter? So aus dem Stand oder wie macht man das bei euch? Nein. Ja. Ja, ist leider jetzt auch schon 2 Jahre her, aber macht es nicht aus dem Stand. Man muss schon ein bisschen Anlauf nehmen, ungefähr 20 Meter. Wir hatten ja vorher noch überlegt, dass wir hier springen, aber das war halt ein bisschen eng. Er wollte eigentlich über mich drüber springen, aber irgendwie... Um Gottes Willen. Von deiner Größe wäre es leicht gegangen, aber die haben ja so viel Zeug hingesprüht, dass wir zurückgehen. Muss aussehen, der kleine, dicke, picklige und dann, nicht? Also muss irgendwie... Lachen Sie zu Hause heftig? Also ich würde das gerne mal... Ja, da sehen wir. Oh Gott, ja. Und haben Sie denn irgendwie so einen Wunsch... Das ist ja so wie beim Gepard praktisch, wie beim Tier, was Sie gerne mal für ein Tier wären? Also ich wäre, glaube ich, gerne ein schwarzer Panther mal gewesen oder geworden. War ich mit dem Gepard? Ich dachte, jetzt kommt Frosch. Nee, aber ich finde schwarzen Panther irgendwie, die haben noch mehr Power so. Katrin Krabbe wäre auch nicht schlecht. Naja, aber ist ja gut. Und Sie machen ja jetzt einen Film mit einem echten Weltstar, kann man ja sagen. Kann man da schon was erzählen? Ja gut, das hat ja schon oft in den Zeitungen gestanden. Also wir, das ist mein Bruder und ich, wir machen eine Dokumentation, mit dem Bobble, ein Porträt über Boris Becker. Und Boris macht eigentlich auch mit, weil es geht eigentlich nicht, wenn wir das nur alleine machen. Er ist auch sehr interessiert daran, das ist ein schöner und vernünftiger Film. Was wird denn das, ein Dokumentarfilm, eine Komödie oder wie soll man sich das vorstellen, ein Tierfilm? Ja. Komödie. Nein, also Komödie wird es nur dann werden, wenn du mitmachst, aber wenn du nicht mitmachst, wird es eine Dokumentation. Wieso eigentlich nicht? Ich würde da gerne mitmachen, warum nicht? Ne? Vielen Dank für das Angebot, ich mache mit. Dankeschön. Ja, ist doch wahr. Ich doch gerne. Wir müssen mal immer die Kameraposition ändern, weil du so klein bist. Das ist schwierig. Ah, ja, so klein bin ich ja nur auch nicht. So, Carlo, dann möchte ich dich bitten, sag doch den nächsten Titel an. Hat die Kamera mich noch? Ja, das erste Mal, dass ich den Titel ansagen darf, das ist die Startnummer 6. Ist aber auch nicht schlecht, ist mal was anderes. Start Nummer 6, der Titel ist Tief unter der Haut, Komponist und Texter sind identisch, Andreas Lebbing, gesungen von Vox und Vox. Korrekt. Immer wieder habe ich dasselbe Gefühl, immer wieder wird es ganz laut. Unter der Haut, immer wieder spür ich, dass ich zu dir will. Denn du gehst mir unter die Haut. Stille Wasser sind doch gar nicht tief. Doch du treibst in ihnen wie im Ozean. Stille Bilder sind so intensiv. Ich an, dass du nie mehr loskommst. Dein Gesicht sagt das und noch viel mehr. Versuchen wir's, es ist bestimmt nicht schwer. Immer wieder hab ich dasselbe Gefühl. Immer wieder wird es ganz laut. Verspricht mir viel, sag mir, du wirst heute neu geboren. Träume werden wahr in diesem Spiel. Kalte Tage einfach eingefroren. Nur wer liebt, kann auch die Sonne sehen. Mit dir zusammen, glaub ich, wird es. Immer wieder habe ich das.
und Vox mit dem Titel Tief unter der Haut. Und ich darf Ihnen die nächste Patin ankündigen. Hier ist Katharina Jakob. Hallo. Grüß dich, hallo. Katharina, ich habe ganz schlimme Sachen über dich in der Zeitung gelesen. Ja, ich auch. Da stand drin, dass du 15 Männer hattest. Stand da drin. Ach ja, was die Zeitungen so alles schreiben. Nicht, glaubst du das alles? Ja, nicht ganz, aber ich meine wirklich, du hattest 15 Männer, Schneewittchen hatte nur 7 Zwerge. Ja, ich meine, das sind Relationen. Aber Schneewittchen hatte sie alle zur gleichen Zeit. Hatte sie alle zur gleichen Zeit? Ja, und dann ist Schneewittchen wachgeküsst worden und auf den warte ich eben immer noch. Auf den wartest du noch? Ja. Du hast ja in dem Interview... Was klatschen Sie? Sind Sie ja, da? Ja, warum? Sind Sie das? Sind Sie's? Wer hat denn gerade geklatscht? Wie heißen Sie denn? Wie heißen Sie? Kaninchen? Das kann aber nicht sein. Wie heißen Sie denn? Na, ne? Schneewittchen. Ah, da sitzt es. Ach, verarschen können wir uns allein. Als rufst du das schon. Brauchen wir nicht. Ach, so war. Nee. Ja, das war aber ich meine, du hast in dem Interview gesagt, er muss intelligent sein, er muss humorvoll sein. Witzig, ja. Muss er sein, ja? Ja. Und er muss gut riechen, nicht? Ja. Und? Ja, HP, ich glaube, ich habe ihn jetzt gefunden. Lass uns gehen, komm. Gehen wir? Ja. Ja, wir müssen aber erst noch was ansagen. Und solange die Lampe nicht leuchtet, können wir schon gar nicht gehen. Katharina, aber ich glaube, das geht eh nicht. Pass mal auf. HP, wir müssen das ich muss sowieso den Leuten was sagen. Wenn wir einen Hänger haben in der Moderation, falls wir hängen bleiben oder so, dann schalten Sie bitte auf Videotexttafel 119. Ja. Weil da sind die ganzen Moderationen drauf. Es leuchtet immer. Außerdem, HP, muss ich dir sagen, habe ich mich doch geirrt. Du hast dich doch geirrt? Ja, mit dir. Wieso? Ich wollte gerade, wieso? Na, die Intelligenz. Dann nimm doch das Schneewittchen von da oben, ist mir doch egal. Ja, ist doch wahr. Nee, wir gehen gleich noch schön eintrinken, ne? Oh ja. Also wenn wir mal, ich sehe, wir haben eine Panne, es leuchtet nicht. Katharina, wir müssen jetzt um unser Leben reden. Ja, erzähl mir was. Davon träumt ein jeder Moderator. Ich würde sagen, wir überbrücken die Zeit, vielleicht singen wir was gemeinsam. Na komm, wir singen was, weißt du denn? Ja, ich gebe ihm mal den Ton vor, es ist ein tiefes. So, und jetzt singen wir alle zusammen an der Nordseeküste, also und. Ja, also. Und singen. An der Nordsee. Das ist nicht Ihr Lieblingslied, na wunderbar. Wir können froh sein, dass die Lampe leuchtet. Es leuchtet. Schneewittchen, die Lampe leuchtet. Nee, also von daher, gut, Katharina, dann bitte. Also, Start Nummer 7. Herz an Herz, Komponist Stefan de Wolf. Mhm. Text Andreas Bertels, gesungen von Stefan de Wolf. Viel Glück. Samstagabend, Touché l'amour, alle suchen Liebe pur. Komm, lass dich gehen, dann geh ich mit. Mein Ampel steht auf Rot, für das Mädchen machst du einfach Mut. Man muss rangehen, guter Spruch. Suchen, Liebe pur, lass dich gehen, dann geh ich mit. 220 BPM, mach ein Herz, Schritt mach auf Pink, nur bei uns nicht, denn wir sind jung. Soul to soul, ah, Herz an Herz, ja nur mit dir, Soul to soul.
Herz an Herz. Stefan de Wolf, Herz an Herz, Soul to Soul. So, der nächste Gast, der jetzt kommt, also muss ich kurz was erklären. Ich finde, wir sollten hier auch wirklich jungen Talenten von kleinen Privatsendern eine Chance geben. Jetzt kommt jemand, der hat wirklich wahnsinnig viel Lampenfieber. Ich nehme an, Sie kennen ihn auch alle gar nicht. Drücken Sie ihm die Daumen, er ist ziemlich nervös. Hier ist Karl Dall. Hallo. Hallo Karl, grüß dich. Auch ist das lieb. Was aber jetzt hier? Du hast mir jetzt an der Backe gestoßen, das war nicht schön. Schweinebacke. Schweinebacke, ja. Sag mal, Karl, du bist doch eigentlich so mein intelligentester Freund, den ich habe und eigentlich auch mein bester Freund. Ja. Weißt du eigentlich, warum diese ganzen großen deutschen Schlagerstars, wie zum Beispiel Howard Carpendale, oder Roland Kaiser oder auch Herbert Grönemeyer. Ja. Grönemeyer und Hau ab Karpen, die treten ja überall auf. In der Hamburger Schaubude, bei Mats ab. Aber hier nicht. Telefrustrierte, die sind überall, bloß nicht hier. Ja, ja, woran liegt das? Das liegt, weil ihr ein total versautes Image habt hier. Völlig fertig auf der Bereifung seid ihr hier. Ja, toll. Tut mir furchtbar leid, ja. Ja, und was? Das müsste man ändern. Ja, was machen wir denn dagegen? Das kann man nur ändern, indem man zum Beispiel mit Image... Mit Image, weißt du, wenn du weißt, was Styling. Ist Image? Styling, Image. Werbesprüche. Ich würde mal vorschlagen, wir machen ein Brainstorming. Ja? Brainstorming. Ja, ja, ich... Was? Ja. Brain was? Heißt Gehirn und Storming, also Gehirndurchlüftung bei dir, Hohlraumversiegelung, würde ich sagen, ja? Ja. Dass wir da mal ein Brainstorming, also mal ein paar Werbesprüche loslassen hier, dachte, damit das alles mal wieder hochkommt mit dem deutschen Schlager. Hast du eine Idee? Was können wir denn machen? Natürlich habe ich eine Idee, ja. Was denn? Aus dem ARD-Kochstudio zum Beispiel Grand Prix, immer nur die gleiche Suppe. Da haben wir einen riesen Applaus. Da hatten wir eigentlich einen riesen Applaus. Könnt ihr einen Applaus von der Heller nochmal einschneiden? Das von der Heller, von Sinn, das Applausband. Das können wir einspielen, ja? Ja. Klingt noch nicht so doll. Lass uns mal weiter überlegen. Was gibt es noch? Wir schenken ihren Schlagern ein Zuhause. SOS. Das ist schön. Ja. Der ist geil. Ja. Oder was hältst du davon? Grand Prix, die zarteste Versuchung seit es deutschen Schlager gibt. Ist auch nicht schlecht. Findest du den? Ja, gut, gut. Hast du noch einen? Grand Prix macht die Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ja. Ja. Und einen zusammen? Wir können auch mal zusammen einsingen. Hast du irgendeine Idee für einen zusammen? Wir sollen einen zusammen machen? Na, hier vor allen Leuten? Nein, das geht doch nicht. Da gucken doch ungefähr 500.000 Leute zu. Nein, ich meine zusammen singen. Lass uns doch mal einen Werbespot zusammen singen. Hab ich einen zum Beispiel. Hast du einen? Gut, du gibst den Ton vor. Ja. 43, also 3-4. Ja, ja. Wir machen das ohne uns anzugucken. Ganz spontan, ja? Das kann ich nicht. Das kannst du nicht. Na, dann mach mal. 3-4. Was man gern hört, was man gern sieht, den Mac Grand Prix. So. Der war's, der war's. Alles klar, Junge. Karl? Nee, hallo. Hallo. Nee, weil du hattest schon noch, du kriegst das Geld ja nicht dafür, sondern dafür, dass du das machst. Du musst jetzt, wo ist denn der Zettel? Du sagst jetzt ein Lied an. Völlig richtig, ich muss dann auch den Schlager ansagen. Tut mir furchtbar leid, das habe ich völlig verdrängt. Ich dachte, es sei meine Show hier, ja. Nette Leute hier. Schade, dass ich euer Gesicht dann nicht erkennen kann hier, ja. Schneewittchen sieht gut aus, den habe ich eben gesehen. Ah. Da hinten schwenkt auch einer eine Deutschlandfahne, ja. Höchstwahrscheinlich sind wir in Deutschland. Ich muss sowieso jetzt weg. Ich habe eine Leasinghose an, die hat Erich Honecker vergessen. Der will noch einen Dumbolschul. Karl, von mir aus könnte das jetzt noch so weit. Aber guck mal, hier, das Lämpchen leuchtet und das heißt... Ah, grün. Wir müssen uns sputen. Sputen. Mhm.
Die Wächter der Erde. Erde. Bitte? Erde. Die Wächter der Erde. Komponist Walter J.W. Schmidt, nicht J.W.D. Text Alf Schwegler, gesungen von Siad und Sadrina. Jupp. Zerbricht wegen Lügen und Neid und Gefühle frieren in einem Herzenstein. Wenn ein Kind nicht mehr lacht und ein Gebet nicht mehr hilft, werden wir dann noch die Wächter dieser Erde sein? Hast das Gute zerstört und wenn ein Lachen erfriert, wenn man sich umarmt und es dabei nicht ehrlich meint, wenn ein Traum nicht mehr geht und die Schönheit vergeht, werden wir dann noch die Wächter dieser Erde sein. Denn wir spüren, wir sind ohne Freunde ganz allein. Wenn ein Traum nicht mehr lebt und die Schönheit vergeht, werden wir dann noch die Wächter dieser Erde sein. Und Sandrina, die Wächter dieser Erde. Und unser nächster Gast ist eigentlich ein recht seltener Fall. Er macht Unterhaltung und ist Journalist. Hier ist Gerhard Konzelmann. Hallo, grüß Sie, Herr Konzelmann. Ja, Herr Konzelmann, das ist ja jetzt der erste gesamtdeutsche Grand Prix. Was halten Sie davon? Also ich habe viel mit einer Weltgegend zu tun, wo man auf eine Frage mit einer Gegenfrage antwortet. Aha. Was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr mich eingeladen habt? Was wir uns dabei gedacht haben? Ja, wir haben gedacht, wenn wir den Gerhard Konzelmann da haben, dann können wir zwischendurch auch mal ein seriöseres Gespräch führen, obwohl mir das eigentlich nicht liegt. Aber bitte, wir können auch... Ne? Nein, weil das Wort Unterhaltung ist gerade gefallen. Also ich mache eine Unterhaltungssendung. Ja das oder ist ein, nein? Ja, genau, das ist ein reiner... Naja, es gefällt mir übrigens recht gut, auch wegen der Partnerin, die neben mir sitzt. Das ist auch ganz erstaunlich. Also was ist mit dem ersten gesamtdeutschen... Chanson-Wettbewerb. Ich finde das natürlich eine tolle Sache, denn wir haben so viele Schwierigkeiten untereinander, die Bundesländer, und hier nun Harmonie, Musik, das ist etwas, worüber man eigentlich nicht zu streiten braucht und wo man auch kaum andere Ansichten haben muss, und deshalb glaube ich, dass das wirklich eine gute Sache ist. Etwas, was nämlich auch, weshalb ich vielleicht eher da sein, eine Berechtigung habe, hier zu sein. Mein eigentlicher Beruf ist eigentlich, dass ich Komponist bin. Komponist sind Sie? Ja, du bist erstaunt. Ach ja, Sie dirigieren doch auch. Das tue ich auch, das stimmt. Ja, wunderbar. Was ist das Letzte, was Sie dirigiert haben? Na, das war, ja,
eigene Komposition für eine Filmmusik beim Da machen wir jetzt mal eine Überraschung. Ganz spontan, Sie dirigieren den nächsten Titel, oder? Nee, also, da würden die sich bitter beklagen, ja, darüber. Sie haben da noch was mitgebracht? Ja, ich habe etwas mitgebracht. Und zwar, wenn wir also von den Spannungen reden und wenn wir von Harmonie reden, ja, das ist, nehmen wir das mal in die Hand. Nehmen wir an, das ist also, das hier sind die alten Bundesländer, nehmen wir an, das hier sind die neuen Bundesländer. Mhm. Und wenn man die so eigentlich zusammenbringen will, ich war also ganz schlecht in Physik in der Schule, aber das hat mich immer fasziniert, dass die Magneten sich da abstoßen und man kriegt das also überhaupt nicht zusammen, aber mit einem einzigen Trick, man muss das bloß umdrehen und schon ist das beieinander. Aber ich weiß nicht, wie man das auf die Politik übertragen kann. Also ja, es war aber eine schöne Philosophie. Wir brauchen einfach jemanden, der den Trick versteht. Bitte, was sagen Sie? Ganz. Jetzt ruft La Fontaine, ruft jemand. Naja, da hat jemand Schneewittchen gerufen. Oh Gott, jetzt wird's heavy. Ja, Herr Konzelmann, darf ich Sie bitten, den nächsten Titel anzusagen? Also der Titel hat natürlich auch einen bestimmten Bezug zu dieser Situation. Dieser Traum darf niemals sterben, heißt dieser Titel. Und die Musik ist geschrieben von Alfons Weindorf. Helmut Frey hat den Text geschrieben und die Gruppe Atlantis 2000 singt. Und sie lehrten uns zu kämpfen und wir lernten zu verlieren. Auf der Suche nach der Freiheit ließen wir uns Opfer führen. Was sie uns erzählten, alles haben wir geglaubt. Waren auch viele Worte immer nur auf Sand gebaut. Doch die Zeit der Lüge, irgendwann ist sie vorbei. Wenn es keinen Hass sind wir für immer frei. Dieser Traum darf niemals sterben, dieser Traum darf nie vergehen. Vieles muss noch anders werden und so viel muss noch geschehen. Dieser Traum darf niemals sterben und ein Wunder wird geschehen. Und vergessen die Gefahr. Niemand sieht die Schatten, die uns folgen in der Nacht. Einer gibt die Karten und wir finden seine Macht. Doch die Zeit der Tränen, irgendwann ist sie vorbei. Wenn es keine Angst mehr gibt, sind wir für immer frei. Dieser Traum darf niemals sterben, dieser Traum darf nie vergehen. Vieles muss noch anders werden und so viel muss noch geschehen. Dieser Traum darf niemals sterben und ein Wunder wird geschehen. Einmal siegt die Liebe und unser Traum. Atlantis 2000. Dieser Traum darf niemals sterben. Unser letzter Gast ist eigentlich der einzige Gast, der wirklich in diese tolle Deko hier passt. Und hier ist
Leo. Das ja, jetzt? Ja, das war nicht geplant, jetzt haben wir einen Hänger. Das ist aber nicht der erste Hänger heute Abend. Das ist nicht der erste Hänger, das Kinder, wohl war. Also wirklich, jetzt. Ja, liebe Zuschauer, wir haben eine Panne. Panne? Ja, können wir auch so irgendwie kommen? Ja, soll ich eine Räuberleiter machen oder sowas? Ich weiß auch nicht. Kommen wir denn da jetzt runter? Also ich meine, vielleicht hängst du dich da dran. Die Fastenzeit ist ja weitgehend spurlos an dir vorübergegangen. Wenn ich so dann Kraft, schaffen wir das vielleicht so gemeinsam mit Gewicht und Kraft und Stärke. Ja, ich meine, normalerweise war diese Gondel auch für ganz jemand anders gebaut. Die war eigentlich für Günther Strack gedacht, aber der ist heute Abend nicht gekommen. Ja, gut. Obwohl, es leuchtet das Licht schon. Nee, das Licht du, hier wäre es aber etwas enger geworden. Hier zwischen, man muss sich auch tüchtig festhalten. Ja, Leo, also, ich verstehe Sie ganz schlecht. Können Sie so zum Abschluss mal einen Titel ansummen? Oh, einer, ja, der im Ohr geblieben ist. Leuchtet die Lampe schon? Nicht ansagen, ansummen. Ach, ansummen. Ansummen. Ich singen. Gottes Willen. Nein, ich singe ja, nur voll. Wir müssen ja irgendwie Gottes überbrücken. Willen, also unsere Oma, ja, unsere Oma hätte einen schön gefunden. Und zwar den, der war schön, der so. Der war schön. Doch. Und wen auch unsere Oma noch gut gefunden hätte, war der, der. Der war auch schön. Hätte auch, glaube ich, auch gut gefunden. Ja, die Lampe leuchtet immer noch nicht. Wollen ich Sie noch irgendwas sagen? Ganz gut. Oder? Ich würde dann einfach eingreifen, nicht? Also ich sehe die Lampe hier von oben gut. Ja, sie verstehst du mich denn überhaupt da unten? Ich verstehe halbwegs. Sag mal, Leo, wie heißt deine Sendung nochmal richtig? Leos Bahnhof, oder wie war das nochmal richtig? Ja, ja, letztlich schon. Ja? Was Magazin war denn die letzte? Das sieht jetzt langsam aus wie so ein Höhenflug, ne? Ich meine, ist natürlich. Höhenflug war das Stichwort, ne? War das Stichwort? Ja, war das Stichwort. Ja, diese reagieren schon alle. Also, ach so. Ich lese jetzt das Lied vor. Start Nummer 10, Junge Herzen, Schmalz. Komponisten Marco Junge und Bernd Morawitz. Ja, lass dir ruhig Zeit, Leo. Die Lampe, die Lampe leuchtet noch nicht. Hallo, Sie brauchen die Lampe nicht, leuchtet ja noch nicht. Text ist Moment auch noch. Bernd Morawitz. Ich kann doch mal anfangen. Also Start Nummer 10, Junge Herzen. Nochmal, die Ansage ja, nochmal. Start Nummer 10, Junge Herzen. Nochmal, Leo, langsamer. Start Nummer 10, Junge Herzen. Die Komponisten, die Lampen leuchten. Komponisten die Marco Lampe Junge. Leuchtet. Ja, die Lampe sie leuchtet. Leuchtet. Sie leuchtet. Bernd jetzt. Morawitz, jetzt Text Bernd Morawitz, gesungen von den Strandjungs. Das ohne Wenn und Aber. Wollen lieben, wollen hassen und sich nichts gefallen lassen. Und es gibt auch keine Fragen, kein Warum und kein Für wen. In der Liebe keine Gnade und kein Leben nach System. Herzen auf der ganzen weiten Welt, gemeinsam unter einem großen Himmelszelt. Junge Herzen wirken manchmal etwas kühl, aber immer mit Gefühl. Junge Herzen machen Pläne, denken dabei nicht an morgen. Ihre Wunden heilen schnell, trotz der vielen kleinen Sorgen. Alle Sender auf Empfang sind ein klein bisschen verrückt. Gehen immer nur nach vorne, machen keinen Schritt zurück. Junge Herzen auf der ganzen weiten Welt, gemeinsam unter einem großen Himmelszelt. Junge Herzen wirken manchmal etwas kühl, aber immer mit Gefühl. Junge Herzen auf der ganzen weiten Welt. Junge Herzen wissen manchmal nicht mehr weiter, wenn der Liebeskummer quält oder einfach etwas fehlt. Am liebsten
weiten Welt, gemeinsam unter einem großen Himmelszelt. Schöne Herzen blicken manchmal etwas kühl, aber immer mit Gefühl. Schöne Herzen auf der ganzen weiten Welt, gemeinsam unter einem großen Himmelszelt. Schöne Herzen blicken manchmal etwas kühl, aber immer mit Gefühl. Dankeschön. Start Nummer 10, die Strandjungs waren das mit Junge Herzen. Das war unser letzter Titel. Das heißt, wir schreiten langsam so mal gegen Auswertung. Silvia, du hast dir genau irgendwie da gemerkt, wie das geht. Ich kann es nicht erklären. Also ich lese dir das mal ganz langsam vor. Ich weiß nicht, ob du es kapierst. Ich versuche es mal. Also, diesmal wird nicht durch TED ausgewertet, sondern mit Hilfe eines großen Meinungsforschungsinstitutes. Die GfK hat repräsentativ etwa 1000 Bundesbürger ausgewählt, die gerne deutsche Popmusik hören. Diese werden gleich nach Beendigung des Durchlaufs aller Titel in umgekehrter Reihenfolge in extra dafür eingerichteten Telefonstudios anrufen und das Lied ihrer Wahl nennen. Bis dahin hast du es, ja? Ja, schon halbwegs. Gut. Die eingegangenen Anrufe werden von einem Computer gezählt und ausgewertet und innerhalb von 10 Minuten steht dann unser Lied für Rom fest. Das klingt aber spannend, ne? Gut, ne? Da passiert ja, man hatte mir aber vorher gesagt, 1000 Leute sind ausgewählt worden, die alle mit mir verwandt sind. Das ist ja alles gar nicht, nicht? Stimmt das ja alles gar nicht, naja, ist egal, gut. Ich hoffe, dass ein paar dabei sind. Du hast ja nicht so viele Verwandte. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach jetzt mal den Rückwärtsdurchlauf an. Start Nummer 10 zuerst. Schöne Herzen auf der ganzen weiten Welt, gemeinsam unter einem großen Himmelszelt. Schöne Herzen blicken manchmal etwas kühl, aber immer mit Gefühl. Dieser Traum darf niemals sterben, und ein Wunder wird geschehen. Einmal sieg die Liebe und unser Traum wird einmal in Erfüllung gehen. Und wir werden nicht mehr lang die Wächter dieser Erde sein.
waren sie. Alle 10 Titel nochmal. So, und jetzt tippen die Leute, die ausgewählt sind, dann auf das entsprechende Gerät. Und dann werden wir dann hoffentlich sehr bald wissen, wer der Sieger ist. Aber jetzt ist richtig Showtime angesagt hier im Friedrichstadtpalast. Und ich darf Ihnen jetzt Ankündigung, eine Mördernummer. Hier ist Magic Doc Dr. Peter Kersten, das DFF Fernsehballett. Meine Damen und Herren,
Nach einer solchen Show werde ich oft gefragt, Kersten, wie geht so ein Trick? Das ist manchmal lästig. Und da habe ich mir gesagt, heute, da werde ich von vornherein erklären, wie sowas funktioniert. Ja, Sie dürfen heute einmal ausnahmsweise von hinten zuschauen. Sie brauchen im Saal jetzt nur aufzustehen und hinter der Bühne Platz zu nehmen. Ja, so gut, dann machen wir es anders. Dann drehen wir die Illusion einfach um. Und Sie stellen sich jetzt vor, Sie säßen hinter der Bühne. Und dort wäre das Publikum. Und dann merken Sie den ganzen bescheidenen Trick, wie aus einer leeren Kiste eine Frau erscheint. Sind die nicht süß? Also ehrlich gesagt, auf deren Zukunft würde ich gern anstoßen. Und das gibt mir auch die Gelegenheit, Ihnen ein klassisches Kunststück. Das gibt mir auch gleichzeitig Gelegenheit, Ihnen ein klassisches Kunststück. Ihnen einen alten Trick zu zeigen. Mit einem Glas und mit einer Flasche. Hier haben wir das Glas und hier haben wir die Flasche. Ich zeig's gerne nochmal. Hier ist die Flasche und hier ist der. Hey! Der ist gut. Ehrlich, ich mach's nochmal. Hier haben wir die Flasche und hier haben wir das Glas. Simsalabim haben wir hier die Flasche und hier das Glas. Prost, ist der nicht schön? Ich fange an. Hier haben wir eine Flasche zu viel. Dass das immer noch vorkommt. Ich fange nur mal an. Hier haben wir eine Flasche und hier haben wir ein Glas. Und wir sind mal wimmern, haben wir hier die Flasche und hier das Glas. Hier haben wir eine Flasche zu viel. Prost. Der ist echt gut. Moment, hier haben wir das Glas und hier ist eine Flasche zu viel. Nein, Moment, hier ist die Flasche. Hier ist die Flasche und hier ist das Glas. Macht mich doch nicht wuschelig. Prost. Ja, hier haben wir eine Flasche zu viel. Nein, Moment. Hier ist die Flasche und hier das Glas. Wir sind in einem Hammer. Hier die Flasche und hier das Glas. Prost. Wir können Stunden. Hier haben wir eine Flasche zu viel. Nein, hier ist eine Flasche zu viel. Ich glaube, ich brauche einen Drink. Prost. Hier haben wir eine Flasche zu viel. Ich meine, wenn Sie wollen, können Sie auch einen Drink haben. Können Sie haben, wenn Sie wollen. Wenn Sie nicht wollen, brauchen Sie aber auch das Zeug nicht zu trinken. Moment, Sie können aber, wenn Sie wollen, auch ein Blümchen haben. Aber ich fange noch mal an. Moment, hier haben wir eine Flasche zu viel. Moment, nein, hier war das Glas. Und nein, Moment, hier ist eine Flasche zu viel. Nein, hier ist eine Flasche zu viel. Nein, da ist die Flasche und da ist das Glas. Ich dachte, ja, Prost, das ist ja. Ich fange auch mal an. Hier haben wir die Flasche und hier haben wir das Glas. Und hier das Glas. Prost. Hier ist eine Flasche zu viel. Prost. Mal sehen, wie der schmeckt. Ich fange aber Prost. Och, der brennt wie Feuer. Bah, vergessen Sie es. Wenn Sie einen haben wollen, kommen Sie hinter der Bühne, kriegen Sie einen ab.
Magic, Dr. Peter Kersten und das DFF Fernsehballett waren das. Und Ostern, wir sind ja kurz vor Ostern, ist ja bekanntlich die Kastenzeit. Und aus diesem Grunde habe ich mir hier so einen kleinen Zaubertrick angeeignet. Was der Dr. Peter Kersten kann, kann ich auch. Und zwar folgendermaßen. Könnt ihr mal ein bisschen leiser sein da hinten? Also, so ist der Kasten leer. Ne? So ist er leer. Und jetzt, was ist denn da hinten los? Was machen die denn da? So, und jetzt ist der Kasten, ja, jetzt ist was drin. Und zwar das. War doch eine Mördernummer, habe ich stundenlang dran probiert. Ja, wunderbar. Das ist hier die LP zum Grand Prix. Und zwar alle Schlagerlieder, die gewonnen haben seit 1956. Ist fast eine Schellackplatte, wenn man so will. Und dabei sind natürlich Nicole, Cindy und Bert, Mary Rose ist dabei, alle sind sie dabei. So sieht die Platte aus. Das ist Absalat, das ist die Platte. Ach, hier ist noch eine. Ja, das ist meine, aber die darf ich hier nicht zeigen. Deswegen tue ich die wieder rein. So sieht die aus. Und so sieht die andere aus. Ach so. Ja, aber schreiten wir zur Tat, denn jetzt kommen wir zur Verleihung des Hörfunkpreises. Und dazu begrüße ich Herrn Frankenberg. Guten Abend. Guten Abend. Herr Frankenberg. Herr Kerpeling. Kerpeling, nicht Kerkeling, aber das macht nichts. Ne? Sie können ruhig Herpes Ferkeling zu mir sagen, so sind wir ja nicht. Ne? Ich würde Folgendes sagen, machen Sie doch einfach, ja. Machen Sie spannend oder sagen Sie es uns direkt, Herr Frankenberg. Ich habe wirklich noch nicht reingeguckt. Moment, bevor Sie reingucken, darf ich Ihnen noch schnell, Sie sollen ja auch nicht mit leeren Händen nach Hause gehen, ich habe Ihnen hier eine Mitropa-Kaffeemaschine mitgebracht. Oh, ja? Ich kann aber entzücken. Als kleine. Ne? Nein, wenn Sie sie noch einmal in die Kamera halten, ich kriege Mörderkohle dafür. Ne? Also wenn sehr sie gut. So, und jetzt verraten Sie uns, wer ist der Hörfunksieger? Ich muss ein kleines Wort noch vorausschicken, ja, denn Sie, meine Damen und Herren, zu Hause hatten ja schon die Gelegenheit, in aller Ruhe zu testen, welcher Titel denn wohl nach Rom gehen könnte. Denn am 9. und am 10. März gab es ja in 14 Radiostationen schon die Vorstellung dieser Lieder. Sie hatten sich eine Medienpostkarte besorgt, das heißt, Sie konnten es tun und dann in aller Ruhe das Kreuz machen bei dem Titel, der Ihnen am besten gefiel. So, nun haben wir ja sehr viele Karten bekommen, da liegen sie zum Beispiel, da wurde dann ausgewertet und Sie an, das ist jetzt wirklich eine echte Überraschung, denn ich lag mit meinem Tipp ein bisschen anders, der Hörfunkpreissieger 1991, das sind die Strandjungs. Und ich darf den Komponisten und den Autor ja, zu uns bitten, damit den Komponisten wir diesen wunderschönen und den Preis Autoren überreichen so, können. Herr Frankenberg, wenn Sie so liebenswürdig sind, wo sind denn Komponist und Autor? Tja, die sind schon gegangen, haben gar nicht dran geglaubt. Das sind also Marco ja, Junge und Bernd Morawitz. Erschüttert. Und der Text wurde ebenfalls von Bernd Morawitz geschrieben. Einen herzlichen Glückwunsch in die Runde. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herr Frankenberg, wenn Sie den Preis... Können wir uns ein bisschen kameramäßiger so, dass wir uns sehen? Schauen Sie sich das an. So. Das soll Sie da inspirieren, auch zukünftig. Wir wollten ja eigentlich den Grand Prix gewinnen. Ja, warten wir mal. Noch ist nicht aller Tage Abend. Vielen Dank. Ach so, nee, der ist für Sie. Ja. So, und jetzt darf ich Sie bitten, wieder hinter den Kulissen zu verschwinden, weil wir... Ja, das Ihre, die können Sie ruhig mitnehmen. Dann, Herr Frankenberg, danke Ihnen. So, und jetzt natürlich, Sie haben es in einigen Zeitungen gelesen, die Damen und Herren, die eine Medienpostkarte eingesandt haben, können jetzt eine Reise nach Rom gewinnen und die ziehen wir jetzt mal. So, dann wollen wir mal. Sollen wir? Also, dann hältst wollen wir mir mal. Die Augen zu? Mit Augen zu, also eine Reise nach Rom mit Besuch der Akropolis, also alles dabei. Du darfst auch nicht gucken, du musst die mit der schönsten Briefmarke, Silvia. Jetzt habe ich sie. Ich hab sie. So, haben wir sie? Ja. Lies vor, wer hat gewonnen? Eine Reise nach Rom. Eine Reise nach Rom hat gewonnen Harald Rönig. Rönig heißt das höchstwahrscheinlich. Rönig. Ja. In 58210 Schöstedt. Wunderbar. Und was sagen wir da alle? Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Wunderbar. Wir ziehen nachher noch weiter. Ein paar andere Gewinner. Ja. Ich nehme das mal mit. Wir ziehen noch ein paar andere Gewinner. Sie können noch gewinnen. Eine Heimsau, eine Waschmaschine, alles Mögliche. Also noch heute Abend. So, Frau Elm steht schon hier. Und wir, grüß dich, hallo. Ja. Da kommt der Jingle. Wir kommen zum Pressepreis. Die Presse hat hinten geschwitzt, 100 Leute, ihr habt euch entschieden. Machen wir spannend. Frau Elm, summen Sie doch einfach erstmal den Titel an. Frau Elm, Sie haben sich irgendwie vertan. Vielen Dank für den Besuch. Nee. War ich in der falschen Sendung? Ja, dann sagen Sie uns doch, wer ist es? Wer ist der Pressesieger 1991? Wir machen das wie beim Oscar. The winner der is. Sieger ist, the winner is, Komponist Rainer Pietsch. Text Werner Schüler.
Der Titel Nummer 3, Nie allein, Cindy Berger. Auf die Bühne. Herr Piet, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie einfach so dazu kommen. Ja, den teilen wir uns auf. So, vielen Dank. Und jetzt kommen wir natürlich zum Höhepunkt des Abends, wenn Sie wieder die Plätze einnehmen, denn jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt geht es um den Sieger. Frau Elm, danke Ihnen. Dazu danke Ihnen. Ja, tschüss. Okay. So, jetzt kommen wir also zum Gesamtsieger. Silvia, aha, da kriege ich was von dir. Wir machen es ganz spannend. Und zwar fangen wir an bei Platz 10 und arbeiten uns langsam rauf. Es wird also richtig spannend. Seid ihr bereit? Ein lautes Juppen, also jo. Gut, wunderbar. Also, Platz Nummer 10, Start Nummer 5. Jedes Mal Conny und Komplizen, 2,8%. Ja. So hart kann das Leben sein. Platz Nummer 9, Start Nummer 7, Herz an Herz. Platz 8, Start Nummer 10, Junge Herzen, die Strandjungs. Platz Nummer 7, Start Nummer 3, Nie allein, Cindy Berger. Ja, das ist allerdings irgendwie, ja, Platz Nummer 6. Start Nummer 1, Hand in Hand in die Sonne. Platz Nummer 5, Start Nummer 2, Du bist mehr, Susan Schubert. Platz Nummer 4, Hautnah ist nicht nah genug. So, und nun, Silvia, jetzt machen wir es ganz spannend. Darf ich die drei übrig gebliebenen auf diese Plätze dort vorne bitten? Denn jetzt geht es um die Wurst. Hier sind die mildernden Umschläge. Und jetzt wollen wir mal gucken, wenn ihr euch bitte einfach hier postiert. Wir machen es jetzt ganz spannend. Seid ihr sehr nervös? Also, Vox und Vox, Siad und Sadrina und Atlantis 2000. Postiert ihr euch einfach da? Also, wir fangen an. Platz Nummer 3. Tief unter der Haut, Komponist Andreas Lebbing, Text Andreas Lebbing, gesungen von der Gruppe Vox und Vox. Platz Nummer 3, gratuliere euch. Platz Nummer 2, Start Nummer 8, die Wächter der Erde. Und damit steht der Sieger fest. Atlantis 2000, der Traum, dieser Traum darf niemals sterben. Ja, freut euch. Komponist Walter J. Schmidt. Den Komponist und den Texter bitte auf die Bühne. Komponist und Texter. Walter J. W. Schmidt, Komponist, Text Alf Schwegler. Nein, falsch, Entschuldigung. Ach, liebe. Komponist und Texter bitte auf die Bühne, jetzt habe ich irgendwas Falsches von... Also auf jeden Fall habt ihr gewonnen, gratuliere euch. Dürfen wir den Texter und Komponisten... Ach, ihr seid... Ach, Entschuldigung. Das habe ich in der Hektik ganz vor... Dann gratuliere ich euch. Herzlichen Glückwunsch. Bevor wir den Siegertitel noch einmal hören... Meine Damen und Herren... Ja. Das müssen die unter sich ausmachen. Also, am 4. Mai wird in Rom die Gruppe Atlantis 2000 mit dem Titel Dieser Traum darf niemals sterben. Die Bundesrepublik, ja, so ist das Leben. Ja, Sie hören noch einmal den Siegertitel und ich sage Tschüss und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Silvia, kommst du noch mal kurz? Sodele, sagen wir wenigstens noch mal Tschüss. Lehrten uns zu kämpfen und
wir lernten zu verlieren. Auf der Suche nach der Freiheit ließen wir uns oft verführen. Was sie uns erzählten, alles haben wir geglaubt. Waren auch viele Worte immer nur auf Sand gebaut. Doch die Zeit der Lüge, irgendwann ist sie vorbei. Wenn es keinen Hass mehr gibt, sind wir für immer frei. Dieser Traum darf niemals sterben, dieser Traum darf nie vergehen. Vieles muss noch anders werden und so viel muss noch geschehen. Dieser Traum darf niemals sterben und ein Wunder wird geschehen. Einmal siegt die Liebe und unser Traum wird einmal in Erfüllung gehen. Auf dem Weg zur neuen Ufer wurden viele Wünsche wahr. Doch wir greifen nach den Sternen und vergessen die Gefahr. Niemand sieht die Schatten, die uns folgen in der Nacht. Einer gibt die Karten und wir sind in seiner Macht. Doch die Zeit der Tränen, irgendwann ist sie vorbei. Wenn es keine Angst mehr gibt, sind wir für immer. Es muss noch anders werden und so viel muss noch geschehen. Dieser Traum.